Kinder, ihr wisst vielleicht noch nicht, dass euer Onkel Marshall schon immer ein guter Spieler war. Will heißen, ein Unbezwingbarer. Finn! Jatzi! Poker! Du musst nicht jedes Mal Poker schreien, wenn du gewinnst. Ich weiß, aber es macht Laune. Wir kamen überein, dass Marshall unsere Spieleabende leiten und nicht daran teilnehmen sollte. Was Marshall aber veranlasste, selbst Spiele zu erfinden. Es heißt Marshgammon. Es kombiniert die besten Eigenschaften der weltbesten Spiele. Carcassonne, Risiko, Monopoly. Und Backgammon, habe ich recht? Nein, Backgammon ist total öde. Ich habe das Beste von Backgammon genommen, das Gammon. Und habe den Rest auf den Müll geworfen, wo es hingehört. Ich bin total aufgeregt, weil Victoria kommt. Ich werde uns noch eine Runde holen. Ich möchte für heute Abend noch auf ein paar Regeln hinweisen. Barney, du weißt, ich mag Victoria wirklich sehr gern. Also sag bitte nichts peinlich. Sag einfach nichts. Und Leute, ich habe Victoria noch nicht so richtig erzählt, dass ich mal auf Robin abgefahren bin. Also lasst uns dieses Thema bitte... Wow, was hören meine Öhrchen? Das kann doch nicht wahr sein. Du erwartest von mir mein bestes Verhalten in Gegenwart deiner Freundin, während du ihr vom ersten Tag an die Hucke voll lügst? Augenblick. Hi, Nasenchirurgie. Mein Freund Ted hat einen Pinocchio-Zinken. Was? Ein hoffnungsloser Fall. Gut, trotzdem danke. Ted, hat Victoria es nicht verdient zu wissen, dass du mal heiß auf Robin warst? Ich hätte fast Lust, von der Rückkehr zu erzählen. Nein, du hast Geheimhaltung geschworen, falls du dich erinnerst. Oh, hey, ich wittere was Dreckiges. Was steckt hinter dieser Rückkehr? Nichts, rein gar nichts. Und apropos Dreckiges, in Victorias Nähe benehmt ihr euch, ja? Das sagst du uns? Wieso? Was machen wir? Hör zu, ihr zwei wart stets wie die Eltern, die ich noch habe und vor denen ich quasi hierher geflohen bin. Jedenfalls könnten wir das traditionelle Verhör der neuen Freundin bitte weglassen. Na gut. Dankeschön. Ich gehe da mal rüber und helfe Robin. Ja, ist gut, mach das. Hey. Na, kommst du damit klar, dass Victoria heute Abend dabei ist? Ja, natürlich. Sie ist toll. Was, weil ich mal rausposaunt habe, dass ich auf Ted stehe? Nein, Victoria ist toll. Sie ist lustig, ein echter Freigeist. Sie ist toll. Ich habe zu oft, sie ist toll gesagt, oder? Du musst diese Zicke wirklich hassen. Aber würfelt man eine gerade Zahl, während man neben dem Pfefferminzwald liegt, dann heißt es Marshall out. Und all deine Chips wandern in den Pott. Und vergesst nicht, falls einer von euch mal fragen sollte, was, dann muss er trinken. Klar? Ich habe keine Ahnung. Wir fangen einfach an. Neuling zuerst. Würfel. Also gut. 3. Du hast Autobiografie. Jetzt musst du eine persönliche Frage über dein Datingverhalten beantworten. Und zwar ehrlich. Sonst musst du aussetzen. Marshall, hör auf, ja? Ted? Hey, sie hat die 3 gewürfelt. Victoria, bist du jemals fremdgegangen, während du in einer Beziehung gesteckt hast? Wow, eine tolle Frage. Du musst das wirklich nicht beantworten. Naja, ich hatte damals auf dem College eine wirklich miese Beziehung und habe auf einer Party einen Typen geküsst. Und das tat mir furchtbar leid, also habe ich es erzählt und wir haben Schluss gemacht. Victoria, das war eine ehrliche, reife Antwort. Zieh vor zu den Gummibärchenbergen. Super. Sag mal, Victoria, gab es je eine Rückkehr zu diesem Jungen? Was? Du hast was gesagt, runter damit. Übrigens, Barney, ich war auf einer Party in der 82. und die Gastgeberin dort meinte, sie kennt dich. Wie war doch ihr Name? Shannon? Nein, da fällt mir niemand ein. Vergiss die Gefühlsduselei. Hast du Flocken, hast du Schnecken, Ende und aus. Du tust mir echt leid, Mann. Mach's gut, Hombre. Hey, Baby, wie ist der Brautladen? Ich finde hier alles so flauschig und weiß, wie mitten in einem Marshmallow. Wie ist Barneys Schneider? Alles ist so dunkel und irgendwie künstlich und wirkt illegal, als wäre ich mitten in Barneys Hirn. Ich wünsche dir viel Glück, Baby. Barney, ich finde das komisch hier, ein Schneider im Hinterzimmer eines Zooladens. Willst du also keinen Qualitätsanzug plus einen Hasen gratis? Ребята, вы мне мешаете. Я должен закончить эту работу. Да. Ted, Sergei sagt, du sollst nicht so trübsinnig gucken. Das stört ihn bei der Arbeit. Du sprichst ukrainisch? Leute, ich sitze in der Klemme. Ich will Victoria nicht verlieren, aber ich kann sie nicht bitten, wegen mir hier zu bleiben.
Und naja, eine Fernbeziehung ist doch keine Option. Nein, 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 niemals. Auf Fernbeziehungen stehen nur Mädchen. Ständig nur Gerede und kein Sex. Erschieß mich. Stopp. Hey, Mister, keine Ahnung. Ich finde, Fernbeziehungen funktionieren super. Was denn? Du? Klar. Ich habe im Moment 4 davon. Da wäre Lisa in Madrid, dann Erika in Tokio und Laura in Dänemark und Kelly in der 34. Straße. Letztere hält mich für einen armen Schafscherer aus Killarney. Ted, weißt du noch im College, als Lily bei diesem Kultursommer in Paris war? Ja. Da quasselte sie immer von diesem käsigen Franzosen Gabriel. Ich fliege also rüber und es gab gerade eine Party. Und da treffe ich dann auf Gabriel. Und er hatte diesen jämmerlich dünnen französischen Schnauzbart, weißt du? Hey, ich bin kein Schlägertyp, aber den Typen packe ich, das war mir klar. Also, ich nehme ihn beiseite und werde ganz unheimlich still, die Augen psychomäßig. Und dann sage ich, ich rate dir, halt dich fern von Lilly. Oder, und das schwöre ich bei Gott, ich nage dir den Bart direkt aus deiner fiesen französischen Visage. Genau, der ist nur noch geflitzt. Ich glaube, er hat geheult. Lilly habe ich es nie erzählt. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht stolz drauf. Und um noch ehrlicher zu sein, ich bin's doch. Gibt's außer der Bestätigung europäischer Vorurteile gegenüber Amerikanern noch eine Aussage? Ja, denn obwohl Lilly und ich Seelenverwandte sind, hätte uns diese Fernbeziehung beinahe gekillt. Solltest du zu der Überzeugung kommen, dass Victoria und du zusammengehören, musst du sie bitten zu bleiben. Wie kann ich das? Es ist noch zu früh, aber ja, es wäre denkbar. Oh, bitte, du kennst die Kleine kaum. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Sind Katzen ihre Lieblingstiere oder mag sie lieber Hunde? Ist sie offen für einen Dreier? Ted, selbst wenn ich mir ein Handy kaufe, sehe ich es mir genauer an. Und ja, mein Handy ist fähig zu Dreierkonferenzen. Hör zu, sie kann gar nicht auf Katzen stehen, weil ich Hunde mag. Ich treffe immer auf Leute, die Hunde mögen. Ach ja, sicher. Also gut. So, er ist Ted. Er ist unglaublich, er ist der beste Typ, den ich kenne. Ja, in Amerika. Aber die deutschen Jungs, die dürften mir jeden Tag mein Schnitzel ins Öl legen, wenn du verstehst, was ich meine. Eigentlich nicht. Sex. Oh, entschuldigen Sie, Ma'am. Da ist nichts mehr drin. Danke. Oh! Oh. Schon okay, es ist grässlich. Ganz ja, es übel. Ist einfach grauenhaft. Wirklich ganz übel. Vorne kurz, hinten lang. Somit ist es das Fokuhila unter den Brautkleidern. Ja. Weißt du, Victoria, Marshall und ich waren auch mal für längere Zeit getrennt. Während des College nahm ich mal an einem Kunstkurs in Paris teil. Ich war die einzige Amerikanerin dort und habe mich sehr einsam gefühlt. Ich hatte nur eine Freundin, Gabrielle. Sie war gar nicht hübsch, sie sah eher merkwürdig aus. Sie war noch dazu sehr gehemmt wegen eines kleinen Bärtchens, das sie hatte. Und etwa ab Mitte des Lehrgangs redete sie kein Wort mehr mit mir. Und ich habe nie erfahren, wieso. Und dann hatte ich niemanden mehr. Was mich hat durchhalten lassen, war das Bewusstsein, dass zu Hause mein Seelenverwandter auf mich wartet. Wenn Ted dein Seelenverwandter ist, solltest du ihn vielleicht nicht so einfach aufgeben. Woher soll ich wissen, ob wir Seelenverwandte sind? Es ist noch zu früh. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Hallo? Hey, hab da eine Frage. Was hältst du von Katzen? Katzen? Außer Musicals mag ich sie. Also eine Katzenfreundin, wieso bin ich nicht überrascht? Robin! Bis dann. Wieso wollte er wissen, was ich von Katzen halte? Vielleicht will er dir eine kaufen? Ich habe im Hintergrund ein Bellen gehört. Er war vielleicht in einer Zoohandlung. Will er, dass wir gemeinsam eine Katze halten? Vielleicht will er, dass dich dein Pflichtgefühl zum Hierbleiben bewegt. Das wäre geradezu heimtückisch. Oh. Das ist deine Absicht, meinst du? Das würde ich gar nicht erst rausfinden wollen. Ich säß im nächsten Flieger nach Europa. Bein abfällt. Würdest du da auf der Couch rumlümmeln und heulen? Oder würdest du da lieber rumrennen und auch rumspringen und ein paar kräftige Lufttritte machen, solange du noch kannst? Ein paar kräftige Lufttritte, hm? Neuer Pyjama. Schön, dass du es merkst. Also können wir rumheulen oder rumrennen und kräftige Lufttritte austeilen, bevor man uns das Bein abhackt. Wieso Bein? Teilen wir uns eins? Nein, das Bein ist eine Metapher. Wie kann ein Bein an einem Tag fit für kräftige Lufttritte sein und am nächsten Tag muss man es abhacken, weil es krank ist? Ich weiß es nicht, Ted. Komm, lass uns Spaß haben. Wieso im Streit auseinandergehen? Was genau schwebt dir vor? Wir könnten Dinge unternehmen, die wir uns mal vorgenommen hatten. Ein Ausflug in die Oper. Ein Spaziergang auf der Brooklyn Bridge. Oder wir sehen uns die Affen im Zoo an. Essen in dem vietnamesischen Lokal, das wir mal ausprobieren wollten. Wow, dann sollten wir gleich loslegen. Ja. Zu tun. Ja. Und genau das, Kinder, haben wir an unserem letzten Tag gemacht. Wir waren im Museum, auf der Brücke, im Restaurant und an anderen schönen Orten.
Lily, du musst es ihm sagen, das Kleid kostet ein Vermögen. Nein, ich glaube, ich warte besser ab, bis Marshall das nächste Mal Mist baut und halte es ihm dann vor, dann wird es im Vergleich nicht ganz so schlimm aussehen. Wollen wir hoffen, dass er dich mal bescheißt? Ja, aber ohne das Schiff zu versenken. Sieh uns an, zwei starke Jungs im Anzug. Hörst du dieses leichte Surren? Dann weißt du, jede Frau in dieser Bar will dich und jeder Typ will wie du sein. Eigentlich gilt das mir, aber du kannst was abhaben. Hey Babe, heute ist Bier für einen Dollarabend, also kriegt jeder mal sein eigenes. Hast du mal nachgedacht über eine Arbeit bei Barney Corp? Oh bitte, ja? Deine Firma heißt nun wirklich nicht Barney Corp. Noch nicht. Oh, das habe ich fast vergessen. Hier ist Sergejs Rechnung. Aber Barney, da steht 4.000 Dollar. Du hast mir doch gesagt, dass er nur ein Drittel verlangt. Dann muss er 12.000 kosten. Tja, jetzt musst du in meiner Firma arbeiten. Du Motivationsbilder. Ja, ich habe alles da. Teamwork, Mut, super sein. Es gibt eins für super sein? Eigenanfertigung. Ah. Sitz. Hey, da ich jetzt hier arbeite, wirst du mir verraten, was genau dein Job ist? Bitte. My dog! My dog! Hey, Blaumann Bilson, das ist Marshall, ein neuer Kollege in der Rechtsabteilung. Marshall Erickson, freut mich sehr. Nette Krawatte, Chili-Soße. Oh, Chili-Soße. Ja, wirklich. Echt, wo? Ich sehe keine... Marshall, time out. Deine Krawatte ist Chili-Soße, das bedeutet scharf. Voll scharf und immer schön auf Zack bleiben. Also, Erickson, dann ran an die Arbeit. Es ist 2 Uhr morgens, draußen regnet es. Ding Dong! Was, die Türglocke? Oh, hallo, Jessica Alba im Trenchcoat. Und sonst nichts. Aber halt! Klopf, klopf! Da ist doch jemand am Hintertürchen. Hab kein Hintertürchen. Du liebes Gottchen, Jessica Simpson? Was für eine Überraschung! 2 Jessicas, du musst eine auswählen. Was machst du nun? Los! Weißt du, ich bin verlobt, also... Sie ist nicht in der Stadt. Was machst du? Los! Selbst wenn sie weg ist, sind wir noch verlobt. Gut, deine Verlobte ist tot. Vom Bus überfahren. Was machst du? Los! Du willst wirklich nicht? Wie viele hast du schon verdrückt? 4. 10. Oh. Nein, nur 4. Und die Klausur von 2 anderen. Auf jeden Fall stecke ich in einem richtigen Dilemma. Hier ist Ted, du schläfst wohl schon. Jedenfalls, ich habe das Care-Paket und es ist fantastisch. Hör mal. Ich stehe also da, den Mund voll mit diesen köstlichen, die Beziehung pflegenden Muffins und sage auf einmal etwas Dummes. Oh, und keine Bange, dein Paket ist unterwegs. Hab's vor ein paar Tagen verschickt. Und es ist der Hammer. Ja, es ist wirklich der Hammer. Wie konnte ich nur sowas sagen? Ich bin überzeugt, die Glasur macht mich zum Lügner. Oh, Teddy Boy. Doch, und egal, was ich jetzt schicke, sie wird wissen, dass ich es nach dem Anruf verschickt habe. Und das ist das Dilemma. Na, denk du dir was aus, ich esse den Muffin. Gut, ich rate dir, Folgendes zu tun. Du stellst ein Paket mit New Yorker Sachen zusammen. Zum Beispiel ein paar Bagels, ein Empire State Schlüsselanhänger und vor allen Dingen eine Ausgabe, der niemandem Lauseier aus den Haaren gepickt und sie mit ihrem Kot beworfen. Bitte, Marshall, ich flehe dich an, mach das nur im Büro. Wieso? Weil du dich nur noch wie einer von denen aufführst und diese Kerle sind doch dumm. Okay, die Jungs waren zu mir erstmal fies, ja, aber eigentlich sind sie nett und der Meinung wärst du auch, wenn du sie kennenlernen würdest. Los, komm mit zum Karaoke singen heute Abend und du wirst feststellen, dass diese Jungs gar nicht so übel sind. Okay? Okay. Aber halt, klopf, klopf an der Hintertür. Wer ist da? Angelina Jolie, warte. Und sitzt in einem Rollstuhl. Oh. Was machst du? Los. Ich will Scarlett Johansson ohne Arme und jeden Tag der Woche. Du hast recht, die sind richtig herzerfrischend. Also Barney, wirst du was singen? Von Karaoke habe ich die Nase voll. Echt? Ich dachte immer, dass du voll darauf abfährst. Versteh mich nicht falsch, ich bin gut. Der Beste, wirklich. Aber es ist der beste Samurai, der sein Schwert in der Scheide lässt. Oh, Baby, die haben hier unser Lied. Singen wir Don't Go Breaking My Heart. Was? Don't Go Breaking My Heart, Elton John, Kiki D. Ihr habt wohl einen Knall. Singt was von Black Sabbath. Ihr müsst wissen, Marshall und ich, wir haben da diese kleine Tanznummer, Iron die Man. Wir... Ich kann auch Iron Man. Chili-Soße. Chili-Soße, Alter. Sagen wir es ihm? Okay, Erickson, wir haben gute Neuigkeiten. Am Montag sprechen Bilson und ich mit Montague vom Personalbüro. Wenn du dein Examen hast, wollen wir dich bei uns im Team haben. Wäre das geil?
Ja, du bist unser Mann! Ich hab gesagt, er ist dabei. Ja, genau. Ich schwör dir, wir übernehmen noch die ganze Bude. Chili-Soße! Also das gerade, das war einfach widerlich. Wann hattest du vor, mir zu erzählen, dass du deine ganze Karriereplanung umwirfst? Nichts hat sich geändert, okay? Ich will immer noch der Umwelt helfen. Ich dachte nur, ich mache in den nächsten Jahren mal ein bisschen Kohle. Wir könnten dann eine Wohnung kaufen, unsere Kinder auf gute Schulen schicken. Du könntest deinen Job aufgeben und nur noch malen. Du sagst, du brauchst das nicht, aber ich liebe dich und ich will dir ein glückliches Leben. Wie hat sich das alles entwickelt? Ja, sie war was Besonderes. Sie war was Besonderes und witzig und... Weil du doch auf Ted stehst. Wäre möglich. Gerade hat man mir ein Stipendium für eine Patisserieschule angeboten. Und zwar in Deutschland. Sollen wir eine Fernbeziehung versuchen? Ja! Diese Fernsache nervt, hm? Und ich will heute Abend unbedingt mit dir reden. Sie wird mich heute absägen. Sie macht nicht Schluss mit dir, Ted. Hallo? Hast du Lust, drüber zu kommen? Mama hat stets zu mir gesagt, nach 2 Uhr morgens passiert nichts Gutes. Und damit hatte sie recht. Wenn der Zeiger die 2 überschreitet, geht man besser nach Hause. Ihr glaubt mir nicht. Hallo? Hi, Ted, hier ist Robin. Ich weiß, dass es spät ist, aber hast du Lust, drüber zu kommen? Gehen wir noch ein Stückchen zurück. Sitz! Brave Hunde seid ihr. Also gut, nicht vergessen, lasst eure Pfoten weg vom Schnaps. Wir sehen uns. Der Beruf der Fernsehjournalistin ist also äußerst befriedigend. Und ich kann nur jedem raten, das als Beruf in Betracht zu ziehen. Dankeschön. Ja? Hast du einen Verlobten? Das Wort Verlobter lieben Sie, nachdem Marshall gestern hier war. Oh, nein, ich habe keinen Verlobten. Dann einen, der bei dir wohnt? Auch nicht. Aber ich habe 5 Hunde. Dann musst du einsam sein. Aber nein, ich habe 5 Hunde. Meine Oma hat 5 Katzen und ist ziemlich einsam. Bei Katzen, ja, ist es so. Aber ich bin nicht so eine trostlose Katze. Nicht, dass deine Oma so eine ist. Hat noch jemand eine Frage? Ja? Also bist du eine Lesbe? Nein, du etwa? Wenn eine Frau alleine lebt, heißt das nicht, dass sie eine Lesbe ist. Okay, einen kräftigen Applaus für Robin, die Reporterin. Unser nächster Gast ist noch einer unserer Frauen. Hey Robin, hast du je über eine Entgleisung berichtet? Denn das hier war eine Volltreffer. Eine kleine 5. Ha, lach nur, Barney. Diese Kids sind Monster, die fressen dich mit Haut und Haar. Und in seinem Beruf macht er Folgendes. Was eigentlich? Bitte. Kinder, jetzt geht's ab. Ihr wollt doch nicht wissen, mit welch popligen Schnarchjob ich meine Kohle verdiene. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt Magie. Ja, super. Hallo? Bis jetzt kein Anruf. Okay, du machst dich nur verrückt, Ted. Es ist Samstagabend, jetzt unternimm was. Ach, was soll das bringen? Ich habe eine Freundin. Noch. Ich muss auch deine Sendung sehen. Ich bin quasi dein halbes Publikum. Ha, wie schmeichelhaft, dass du glaubst, wir hätten 2 Zuschauer. Und wir sind auf. Also, Schabatzky, hast du einen Freund? Nein. Und wieso fragst du mich das heute andauernd? Weil du ständig mit so einem Typen telefonierst. Was? Oh nein, das war Ted. Er ist nur ein Freund. Es gab da mal eine Zeit, da wären wir fast ein Paar geworden, aber wir wollten komplett verschiedene Dinge. Und jetzt hat er eine Freundin in Deutschland. Er fürchtet, dass sie heute Abend anruft, um Schluss zu machen, aber das glaube ich nicht. Davon abgesehen, wir wollen verschiedene Dinge. Wir sollten es miteinander tun. Was? Wieso nicht? Wir sind beide auf der Suche, wir sind beide auf dem Markt und sind gut im Bett. Also ich auf jeden Fall. Und auch wenn du es nicht bist, keine Angst, ich habe meinen Spaß. Selbst wenn ich die erschreckende Vorstellung außer Acht lasse, wie dein Haarhelm gegen das Kopfteil knallt, ich würde mich nie mit einem Arbeitskollegen einlassen. Wie einlassen? Wer redet hier von einlassen? Es geht darum, ob wir miteinander ins Bett Achtung, gehen. Wir sind drauf in 4, ich meine, Sex 2, macht Spaß. 2. Du kannst mich anrufen, wann immer du willst. Hallo, schön, dass Sie immer noch bei uns sind. Hi, Ted, hier ist Robin. Ich weiß, dass es spät ist, aber hast du Lust, drüber zu kommen? Ted? Hi, ich bin hier. Hast du Lust, drüber zu kommen? Wieso? Was ist passiert?
Ja, weißt du, ich habe endlich meinen neuen Entsafter angeschlossen und wollte mir etwas Saft machen und habe mir gedacht, weißt du, wer noch auf Saft steht? Ted. Ich liebe Saft. Toll. Willst du nicht rüberkommen? Wir könnten uns Saft machen. Wenn es nach 2 Uhr morgens ist, geht einfach schlafen. Denn Entscheidungen, die ihr nach 2 Uhr morgens trefft, sind immer falsch. Okay, gern. Ich komm rüber zum Entsaften. Ja, das wird lustig. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Das wird gut. Doch, das wird gut. Was wird gut? Oh, ich fahre zu einer Freundin, um ein bisschen zu entsaften. Nicht schlecht. Nein, nein, so ist das nicht. Wir entsaften als gute Freunde. Ich habe eine Freundin und... ja, ich würde sie nie betrügen. Sie lebt in Deutschland. Naja, sie wollte mich bereits vor 4 Stunden wegen etwas Wichtigem anrufen. Sie hat es nicht gemacht. Seltsam. Ich wollte sie nicht zuquatschen. Taxifahrer sind da nicht besser dran als Barkeeper. Da sagst du was, Junge. Drink? Können Sie mich da vorne rauslassen? Wo soll's hingehen, Meister? Parkslope, 8. und 8. Okay, soweit war ich bei dem anderen Fahrer. Sehen Sie, ich habe eine Freundin, aber ich fahre jetzt rüber zur Wohnung einer anderen. Und du fragst dich, ob ich sauer wäre. Hi, Ted. Kennst du mich noch? Ich bin deine Freundin. Okay, ganz ruhig. Robin ist nur eine Freundin. Klar. Und ihr trefft euch zum gemeinsamen Entsaften. Ja, ja, Saft ist etwas völlig Harmloses und vor allen Dingen sehr gesund. Ach ja? Und wieso fragst du dich dann, wie sie nackt aussieht? Ich frage mich nicht, wie sie... Selbst wenn es so wäre, dann nur, weil du es mir eingeredet hast. Da ich aber die Manifestation deines Unterbewusstseins bin, hast du es dir selber eingeredet. Verdammt. Es wird nichts passieren. Ist klar. Also, wenn du eine zweite Meinung hören willst, bitte. Du bist klasse. Oh. Hey, hat sie angerufen? Nein, ich brauche eine Einschätzung. Weißt du, es ist dämlich und überhaupt nicht so wichtig, aber ich bin gerade auf dem Weg zu Robin. Sie hat einen neuen Entsafter und wir probieren ihn aus. Ich rufe zurück. Süße, da zieht eine Sache am Horizont auf. Erinnerst du dich an das Geheimnis, das du keinem erzählen solltest, aber ausgeplaudert hast? Die Geschichte mit Robin. Oh, dass Robin auf Ted steht? Was? Sie hat's mir erzählt. Weiter. Was denn? Ich bin der Einzige, der es nicht wissen sollte? Dir hat sie es erzählt und mir nicht? Anscheinend bin ich enger mit ihr befreundet als du. Und wenn schon, dafür bin ich enger als du mit Ted befreundet. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, denn... Okay, das reicht. Das lass ich mir von dir nicht liegen. Kapier dich! Na los, du bekommst deine Tumor! Du machst dich gleich nicht! Halt, mach! Das tut mir leid, kommst du auch nicht weiter! So mit mir ist noch sehen, wo alles verpackt wird. Jetzt mach schon los, heb ab. Verdammt, Victoria, wo steckst du? Heb ab, heb ab. Muffin? Nein, danke. Wo warst du? Wieso rufst du nicht an? Entschuldige, aber ich mach gerade einen drauf. Hm. Mit 3 heißen Jungs. Oder ich bin deine treue Freundin und es könnte sein, dass ich dich in diesem Moment anrufe. Klar, wie kann ich das nur bezweifeln? Hallo? Ted, ich habe gerade Nachrichten gesehen und ein Tanklaster, voll beladen mit Schwefelsäure, ist eben erst vor Robins Haus ausgelaufen. Und die frisst sich jetzt durch den Gehsteig bis runter in die Hölle. Echt üble Sache. Fahr nach Hause, Alter. Marshall, hab keine Bange. Es wird nichts passieren. Ted, was hat deine Mutter immer gesagt? Es geschieht nie etwas... Es geschieht nie etwas Gutes nach 2 Uhr morgens. Fahr heim, es ist zu spät zum Entsaften. Alter, Robin und ich sind nur Freunde. Was du meinst, will sie gar nicht von mir. Anscheinend doch. Sie mag dich, hat sie mir erzählt. Was? Großes Geheimnis, sag ihr bitte nicht, dass ich's erzählt hab. Denn sie ist sehr verletzlich im Moment und dann hast du eine Freundin. Fahr heim, Ted. Sie mag mich? Ja, und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum es nicht so gut wäre, zu ihr raufzugehen. Fahr heim, Ted. Sie mag mich? Fahr heim, Ted. Du hast recht, ich... Seht euch dann zu Hause. Alles klar. Er wird nach Hause fahren. Er wird sowas von nicht nach Hause fahren. Das ist unglaublich, was du ihm da gerade erzählt hast. Was meinst du? Ich werde es mal übersetzen. Ted, was auch geschieht, geh da nicht drauf. Da wartet eine tolle Frau, die Sex mit dir haben will. Und dann wird die ganze Nacht bis zum frühen Morgen entsaftet. Nein, er geht... CD in der Otis Redding Box? CD 3. Und welche ist meine? Wer will raten? Irgendwer. Und? Na?
CD3. Gott, Victoria ist super. Ich könnte ewig von ihr erzählen. Was meinst du mit könnte? Es tut mir leid. Es ist nur... Gott, ich bin verrückt nach dieser Frau und mein Gefühl sagt mir... Ich sag's nicht. Vertrau diesem Impuls, Ted. Hey, etwas absolut Cooles ist heute passiert. Meine Story über Pickles, den singenden Hund, ist nominiert worden für die Lokalanbieter-Medienauszeichnung. Das Lama? Für uns bleibt es die Lokalanbieter-Medienauszeichnung. Und da gibt es eine große Feier. Ich weiß, sowas ist nicht sehr spannend, aber es würde mir viel bedeuten, wenn ihr alle dorthin kommt. Oh. Und die Getränke gibt's umsonst. Sehr gut. Oh, komm. Geil. Ich bring jemanden mit. Echt? Es sind noch 3 Monate hin. Ich weiß, aber Leute, es tut mir leid, aber ich muss es sagen. Ich habe das Gefühl, als ob Victoria noch ziemlich lange bei uns sein wird. Mir wird Victoria fehlen.